Ich darf Sie nun zum Abschlussvortrag in diesem Jahr hier begrüßen bei der Firma Lenhoff in Verbindung mit der Firma Schlüter. Die Vortragenden sind etwas geändert worden. Das ist der Herr Olaf Erlerding, genau, und Sebastian Denniston, wenn ich das richtig gesagt habe. Ich denke, zur Firma Lenhoff, Firma Schlüter braucht man nicht viel zu sagen. Das werden die beiden Herren uns jetzt schon noch deutlich wieder rüberbringen. Also viel Erfolg und uns einen angenehmen Vortrag. Ja, danke schön. Guten Morgen zusammen. Ja, wie es der Herr Klüppel schon gesagt hat, Firma Lenhoff, Firma Schlüter brauchen wir eigentlich nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz machen wir das natürlich auch vollumfänglich. Ja, ich möchte einen kleinen Überblick geben über die Firma, nochmal einen Historienrückblick, weil es heißt ja 50 Jahre VD Bumm, 62 Jahre Firma Lenhoff. Und da gibt es bei dem einen oder anderen viel zu sagen. Seit 1964 auch die Firma Schlüter, also man kann sehen, wir haben eine ganz lange Zeitschiene da, da hat sich einiges getan bei beiden Unternehmen. Das möchte ich kurz heute hier vorstellen. Zusätzlich reden wir über Schnellwechselsicherheit, was ein ganz, ganz großes Thema ist in der Branche. Und ja, über diese Dinge möchte ich heute kurz reden. Ich habe die Unterstützung hier mitgebracht in Form von Olaf Erlerding. Wie bereits erwähnt, der Herr König, unser Geschäftsführer, ist leider heute verhindert. Auch der Herr Schlüter konnte leider nicht teilnehmen. Dann sind wir kurzfristig eingesprungen. Ich denke, das geht so in Ordnung. Und dann würden wir jetzt auch beginnen. Ja, hier ist unsere Firmenausrüstung, Ausrichtung. Man kann eigentlich ganz klar erkennen, mit was wir es hier zu tun haben. Wir haben grundsätzlich immer Rot und Blau. Das Rote hängt direkt am Bagger. Das ist die Verbindung, der Schnellwechsler, den es seit 1989 bei der Firma Lenhoff gibt. Wie bis heute auch auf dem Markt bekannt, mit dem Lenhoff-System wurde natürlich auch oft schon nachgebaut und kopiert in all den Jahren. Wenn das Patent ausläuft, war das natürlich möglich für den einen oder anderen. Dann haben wir hier den Löffelbau, Anbaugerätebau, was wir hier bei Lenhoff haben. Wir haben die Range von klein bis groß bis hoch zur 130 Tonnen Klasse und sind natürlich in all den Sektoren Garten- und Landschaftsbau, Straßenbau, Abbruch und so weiter daheim. Wo sind wir? Wir sind im netten Kurort Baden-Baden, Südwesten von Deutschland, nahe zur Schweizer und französischen Grenze, also Frankreich kann man fast rüberspucken. Wer mal in der Nähe ist, gerne kurz mal vorher bei mir anrufen, vorbeikommen. Ich gebe gerne Firmenführung und was zu trinken gibt es auch. Also immer sehr gerne. Die Leute, die bei uns waren und haben das gesehen, denken immer an Lenhoff, Löffel und Schnellwechsler. Die Produktion ist modern aufgestellt. Wir haben andauernd neue Maschinen, aktuelle State-of-the-Art-Maschinen im Einsatz, CNC-Bearbeitung. Das haben wir da. Und jeder, der mal da war, das gesehen hat, gesagt, okay, ich nehme was anderes mit nach Hause. Ich habe auch immer nur an ein Stück Stahl gedacht, aber tatsächlich sieht es anders aus. Ja, da sind wir auch schon. Ja, wir sind 1960 gegründet worden, damals von Ernst Günther Lenhoff, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Wir haben eine Produktionsfläche von roundabout 16.000 Quadratmeter, haben stetig die Produktionsfläche erweitert und haben aktuell 230 Mitarbeiter. Ja, bereits gesagt, Ernst Günther Lenhoff hat damals 1960 die Firma gegründet. Wir haben anfänglich sich mit Laufwerksgenerationen beschäftigt, mit Reparaturen von Schaufeln, von Löffeln und sind dann stetig gewachsen. Bereits 6 Jahre später, beziehungsweise jetzt kommen wir gerade ins Bauma-Jahr, ich glaube 1962 war Lenhoff einer der ersten, die auch auf der Bauma in München damals ausgestellt haben. Also man kann sehen, eine lange Zeitschiene. Und ja, bereits 66 angefangen mit der ersten Massenfertigung von Baggerlöffeln. Klar, war Aufbruchsstimmung 50er, 60er Jahre in Deutschland. Auftragsbücher waren voll und Baubranche hat damals auch schon geboomt. Da ging richtig die Post ab. Und ja, es blieb nicht beim Löffel, sondern damals 1989, Anfang der 90er Jahre, hat man angefangen mit der Schnellwechselproduktion bzw. Erfindung des Schnellwechslers, wie er heute ist, in der Form des Lematik-Schnellwechslers und hat es dann sukzessive bis zur 130 Tonnen Einsatzklasse entwickelt. Und ja, 89 begonnen, dieser Meilenstein, und man kann es eigentlich hier auf diesem Zeitstrahl schon erkennen, bis zu 2001, also von 89 bis 2001 haben wir über 30.000 Schnellwechsler verkauft. Bis heute sind wir
weit über 200.000 Schnellwechsler, was eine Masse an Produkten natürlich darstellt. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir waren familiengeführtes Unternehmen, wurden gegründet und dann bis Ende 2015 auch so geführt. Man sieht es hier im Bild. Der Lenhoff Junior hat damals 1980 die Firma übernommen. Und er war schon ein Visionär, der ein oder andere kennt den Piet Lenhoff. Der hat nicht nur Geschmack gehabt, was Design betrifft und sein Privatleben betrifft. Er hat immer wieder in die Firma investiert, in die Leute investiert, an das Produkt geglaubt, an die Firma geglaubt, hat dementsprechend auch die Maschinen state of the art gehalten, hat immer wieder reinvestiert, was auch wichtig war. Auch gerade nochmal 2007 war ja so ein Raketenjahr, der eine oder andere wird sich noch daran erinnern. Und hat da investiert in diese Roboterfertigungsstraße und war natürlich entsprechend aufgestellt, wo es dann wieder besser ging. Weil 2008 ging es ja dann komplett in den Keller, da waren mal ein, zwei Jahre wirklich tote Hose. Der eine oder andere wird sich auch nochmal dran erinnern. Immer wieder investiert. 2007, 2008 haben wir angefangen mit der Entwicklung des vollhydraulischen Schnellwechslers damals. Noch ein relatives Nischenprodukt damals. Hat man damals gezeigt und ja, bis heute sind wir der Fullliner über mechanisch vollhydraulischen Schnellwechselbereich, haben uns dementsprechend aufgestellt und können natürlich auch dementsprechend die korrespondierenden Anbaugeräte liefern. Ja, der Peter Lenhoff hat nach einem Nachfolger gesucht, hat ihn damals in der Familie nicht gefunden, weil die Kinder wollten das Unternehmen nicht übernehmen, die haben andere Pläne gehabt. Und er hat natürlich geguckt, wie könnte ich denn hier diese Firma weiterführen. Und da hat sich dann ein Käufer gefunden, die Komatsu Europa, hat uns dann 2016 erworben und wir sind eine eigenständige GmbH, werden auch nicht von dort aus geleitet, sondern wir haben einen eigenen Geschäftsführer hier im Bild, der Michael König, der eigentlich heute hier wäre, ist leider nicht da. Und ja, sind dementsprechend aufgestellt als Allmarkenstratege, das heißt, wir beliefern nicht nur die Firma Komatsu, der eine oder andere wird lachen, aber die Firma Komatsu kommt bei Lenhoff nicht an erster Stelle. Da gibt es andere. Wir sind stark mit den OEMs verbandelt, also mit den Herstellern im Baumaschinenbereich und liefern die natürlich, beziehungsweise wir versuchen, dass man die Schnellwechsel direkt an das Band liefern und wird dann dort installiert. Und ja, somit sind wir eigentlich bereit für alle Hersteller dieser Welt auch die Schnellwechsler zu bauen und Anbaugeräte. Hier kann man eigentlich unser Kerngeschäft ganz gut sehen. Wie bereits gesagt, mechanisch, hydraulisch, vollhydraulisch in der Lematik-Variante, die man kennt seit 1989, aber auch die Möglichkeit als S-Schnellwechselsystem in der hydraulischen und vollhydraulischen Variante zu bekommen. S-System ist dem einen oder anderen bekannt, Kollegen von Oilquick sind auch da. Es ist dieser skandinavische Standard, der es erlaubt, auch die Schnellwechsler entsprechend aufzunehmen mit den zwei Bolzen. Das haben wir auch seit einiger Zeit im Programm und verkaufen die relativ gut. Also wenn man jetzt ehrlich ist, haben wir seit 2019 begonnen mit dem Verkauf von SQ-Schnellwechslern. Ist aber eher dieser Fokus auf den internationalen Markt gesetzt, nicht auf den deutschen Markt, weil wir uns mehr oder weniger auch torpedieren würden mit unserem althergebrachten Lematik-System. Also da haben wir eher diesen Fokus gesetzt auf die ausländischen Märkte. Ja, und auf der anderen Seite könnte man natürlich immer noch sehen, Lenhoff immer noch stark in den Löffeln und Anbaugeräten, und wir da haben von klein bis groß, Minibagger bis in den Abbruch- und Gewinnungsbereich da hoch, bieten wir die Lösung an für die Kunden, wo es möchten. Reißzähne sind dabei, Greifer haben wir im Portfolio, Schwenklöffel und diese Dinge. Und auf der anderen Seite, wenn man den Schnellwechsler hier am Bagger sieht, brauche ich natürlich auch noch die richtige Aufnahme am Anbaugerät. Da haben wir auch alle Möglichkeiten da. Es kommt halt natürlich immer darauf an, welches Anbaugerät im Einsatz ist. Ist es jetzt ein Epirockhammer, ist es ein Rotargreifer? Entsprechend sind dann die Bohrbilder fertig und können dann da verschlaucht und eingesetzt werden, wenn es jetzt ein vollhydraulischer Bagger ist. Ich habe schon gesagt, von Atlas bis runter Zeppelin haben wir alles im Programm. Wir haben eine riesen Datenbank an Kinematik, weil das auch immer sehr wichtig ist, dass ich den Löffel-Ein- und Auskippwinkel beibehalte. Das war ja schon immer eine Stärke von Lenhoff, dass wir die ganzen Daten, Kinematikdaten da haben. Die haben wir in unserer Datenbank, sowie auch die Bohrbilder für die entsprechenden Anbaugeräte. Unten nochmal ein ganz großes Thema. Klar, ich habe gesagt, in den Anfangsjahren
Lematik-Schnellwechsel abgegangen wie die Post. Und irgendwann hat man auch gesagt, ich muss nicht rechts gucken, ich muss nicht links gucken, es gibt nur Lenov in Deutschland. Das hat sich nicht so bestätigt und ja, gibt natürlich auch andere Hersteller, andere Schnellwechselhersteller für den einen oder anderen, der es nicht versteht. Hier unten nochmal, also es gibt hier die Aufnahme Lematik, dann gibt es einen S-Standard, wie zum Beispiel Oilquick, Rototilt, wie sie auch immer heißen, Verachtert, Liebherr und so weiter. Wir haben schon immer, ich habe es vorhin schon angesprochen, wir wurden schon immer, nicht immer kopiert, aber in den letzten 10, 15 Jahren waren starke Kopierer am Markt. Wir haben das beobachtet, haben uns natürlich auch dagegen gewehrt. Erfolgreich und auch nicht erfolgreich. Irgendwann kostet dich das auch viel, viel Kraft und dann sagst du, okay, komm, wenn die anderen das schon machen, dann müssen wir das nicht machen. Und wenn jetzt einer kommt und hat einen Licofix, einen Liebherr-Schnellwechsler, dann kriegt er von uns einen Original Lenov-Löffel mit der Original Licofix Liebherr-Aufnahme. Also das ist unsere Intention. Wir bleiben beim Original, wir propagieren das Original und wenn einer kommt und die Qualität von einem Lenov-Löffel schätzt, bekommt er auch dementsprechend den Original-Adapter zu dem jeweiligen Schnellwechsler. Ich habe hier auch nochmal die Tilts, Tilt-Rotatoren dargestellt. Tilt ist jedem bekannt. Da haben wir auch einige im Portfolio, für jedermann was dabei. Meistens auch vom kleinen Minibagger bis zum 12 Tonnen, das ist eigentlich die Range, wir bauen auch hoch bis 25 Tonnen, aber diese Bereiche decken wir eigentlich eher so in Richtung 15 Tonnen Klasse ab. Tiltrotatoren ist es meistens so, dass es nach einer Kundenanfrage gibt und wir dann mit dem einen oder anderen Hersteller kooperieren, beziehungsweise auch, was der Kunde uns sagt. Der Kunde hat meistens schon, wenn er die Investition eines Tiltrotators trifft, hat er schon meistens was im Kopf und entsprechend gehen wir dann auch zu den Herstellern und sagen, da könnte man was verkaufen in Kombination mit unserem Schnellwechsler. Ja, Erfolg hat nicht einer alleine, sondern die ganze Firma und ich habe vorhin schon von Maschinen geredet, aber wenn man von Maschinen redet, muss man natürlich auch von den Leuten reden. Wir haben ein tolles Team, die da sind, schätzen die Mitarbeiter, es ist wichtig, sind gerne bei uns. Und die tragen natürlich auch zu dem Erfolg bei. Das war 2017, 150.000 verkaufte Schnellwechsler, bereits sind wir schon über 200.000. Das ist eine große Zahl, vor allem hier jetzt im deutschsprachigen Raum. Und ja, genau. Menschen haben wir schon gesagt, wir haben eine moderne Produktion, ihr seid alle herzlich willkommen, kommt vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Wir sind direkt an der A5, ist nicht weit weg. Wenn ihr mal aus Italien, aus dem Urlaub kommt, holt euch einen Kaffee ab. Könnt ihr gerne kommen, dann seht ihr eine sehr moderne Produktion mit Anfassrobotern, mit Fertigungsrobotern, mit Schweißrobotern, Laseranlagen, was wir alles haben. Wir haben eine sehr hohe Fertigungstiefe, wir machen alles viel selber. Ja. Der eine oder andere, der wird jetzt lächeln, andere, die kriegen alles just in time geliefert. Wir gucken schon, dass wir die Sachen im Haus behalten. Nichtsdestotrotz haben wir auch lange Lieferzeiten, wer kennt das nicht, Supply Chain. Probleme, da kriegst du manchmal ein Schräubchen nicht und alle lachen drüber, ja, wie kriegst du nicht? Ja, kriegst du nicht, hast du nicht, ist nicht da, also kann ich den Schnellwechsler auch nicht fertig machen. Ja, der eine oder andere lacht, weil er weiß, wie es ist, aber es ist so. Also gerne vorbeikommen, ihr seid eingeladen, aber ich möchte jetzt nicht so viel drüber erzählen. Hier sind nochmal hier die OEMs-Referenzen, zu den Händlern komme ich gleich. Hier ein kleiner Überblick, wir haben natürlich noch viel mehr im Portfolio, aber dann platzt hier die Folie. Genau. Und jetzt sind wir hier schon eigentlich bei dem Thema, was wir eigentlich reden wollten. Und jetzt der eine oder andere, der staunt vielleicht oder sagt auch immer wieder, Mensch, ja Lenov, ja ich habe doch einen Lenov. Ja, der kriegt einen Lenov. Wenn man richtig drauf guckt, ist vielleicht Lenovs System. Das ist nicht das Original. Ist es nicht? Nee, es ist es nicht. Und warum, will ich euch kurz erzählen. Wir investieren sehr, sehr viel Geld und Zeit in unsere Produkte. Wir sind recht innovativ in diesem Bereich, auch jetzt zu diesem Thema Schnellwechselsicherheit, haben uns einiges einfallen lassen. Unsere Schnellwechsler sind Eurotest zertifiziert von der BG Bau hier in Deutschland. Die überprüft praktisch die Regularien, auch die Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 2006. All das machen die ziemlich akribisch, das wisst ihr. Und ja, wir haben 2020 haben wir den Double-Lock-Schnellwechsler, also wir sprechen jetzt hier über hydraulisch und vollhydraulisch betriebene Schnellwechselsysteme mit der zusätzlichen Sicherheitsklaue ausgerichtet, die nennt sich Double-Lock und auch die ist
Eurotest zertifiziert. Ein Ding noch zum Richtung Eurotest. Eurotest, das ist nicht nur irgendwie ein TÜV-Siegel, das ist einfach eine Zertifizierung, dass es bestätigt, dass du nach dieser Maschinenrichtlinie und nach den Sicherheitsstandards baust, aber dann auch nur in Kombination mit dem Original-Schnellwechsler und der Originalaufnahme. Wenn das natürlich nicht ist, gilt das Zertifikat auch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht spricht das der eine oder andere nie so direkt an, aber ich tue es jetzt hier, weil ich auch mit anderen Kollegen, mit Wettbewerbern schon unterhalten habe und die haben das ähnliche Problem. Also immer nur diese Kombination Original-Schnellwechsler, Original-Adapter ist dann auch das Zertifikat. So. Der Double-Lock-Schnellwechsler sowie unsere Sensor-Control, was wir noch haben, Lenov-Sensor-Control, sind beide Systeme, die sich etabliert haben im Markt und sind BG-Bau förderfähig. Da gibt es eine Liste für förderfähige Schnellwechsler. Es geht um die Schnellwechsler-Sicherheit. Diese zwei Systeme sind dort gelistet und kann dann vom Endkunde dementsprechend beantragt werden und dann gibt es Fördergelder in einer gewissen Summe. Ja, warum ist Lenov so, wie er ist? Wie gesagt, wir haben den Lematik-Schnellwechsler, wie er ist, erfunden. Wir haben hohe Qualitätsstandards, wir haben eine prozessdokumentierte Produktion. Das heißt, von der ersten Minute an, wenn wir anfangen, den Schnellwechsler zu produzieren, ist da ein Mitarbeiter, der ein Protokoll hat und er unterschreibt dafür, dass dieser Produktionsschritt erledigt worden ist, überprüft worden ist und macht einen Haken dran. Dieses Wegeprotokoll von der ersten Step an bis zum letzten Step wird mitgeführt, wird danach digitalisiert und ist stets einsehbar. Wenn mal was passieren sollte oder irgendwas am Schnellwechsler ist, kann man einfach diese Produktionsschritte zurückverfolgen und kann dementsprechend da auch nochmal vielleicht nachschulen oder mit dem Kollegen reden, was da los ist. Also all diese Dinge machen wir, sind aufwendig und ja, kosten viel Zeit und natürlich Geld und das spiegelt sich dann aber auch wieder an der Qualität. Auch ein wichtiges Thema ist die Seriennummerverfolgung. Bei uns, auch wenn der Schnellwechsler schon 10, 15 Jahre alt ist, kannst du das an der Teilenummer sehen, du kannst es nachverfolgen, du weißt wann, wie, wo, was und kriegst dementsprechend auch Ersatzteile. Ich sage es jetzt auch, genau, hier der Online-Ersatzteilkatalog ist auch ein gutes Tool, wo der Kunde direkt reingehen kann, sieht die Explosionszeichnung und kann dann entsprechend die Ersatzteile bei uns bestellen. Ja, ansonsten, ja, wenn uns einer anruft und sagt, er hat hier einen Schnellwechsler, er möchte gerne ein Ersatzteil bestellen, aber er findet kein Typenschild mehr, das ist abgeflogen, dann frage ich ihn mal erst, ist es ein Lenov? Ja, ja, es ist ein Lenov. Ja, habt ihr mal ein Foto? Und dann schickt er ein Foto und dann suche ich natürlich verzweifelt nach dem Gussschild, das ist eingeprägt, das fällt nicht weg. Und das ist dann des Öfteren doch nicht der Fall und dann ist es natürlich ein großes Aussehen, ich weiß auch gar nicht, was das ist, ich habe doch Lenov gekauft, guck mal aufs Guss, ob das Gusszeichen noch da ist, dann weiß ich wenigstens und dann kann ich es auch irgendwo nachvollziehen. Also das ist immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte. So, jetzt müsste es irgendwie weitergehen, genau. So, ich habe bereits gesagt, wir haben 2016 haben wir das Lenov Safety Control System entwickelt für die kleinen und großen Schnellwechsler. Das ist ein sensorgestütztes Assistenzsystem, was praktisch den kompletten Status der Verriegelung überwacht. Heißt, bin ich korrekt im Adapter, sitze ich korrekt drin, hat der Fahrer auf seinem Handheld ein grünes Signal, okay, jetzt kann ich die Verriegelung einleiten, drücke nochmal drauf, Riegelbolzen fahren aus, fahren korrekt aus, das ist wichtig, und hat dann die komplette Überwachung, sieht, okay, ich bin verriegelt. Das ist die eine Geschichte, wo wir haben seit 2016. Jetzt müsst ihr euch aber vorstellen, klar, Elektrik am Bagger, das funktioniert mittlerweile sehr gut, es wird geschützt verlegt und so weiter und so fort, also das ist nicht Lenov der Erste und der Letzte, der sowas baut, es kommt immer noch auf die Installation drauf an, dass man das geschützt verlegt und so weiter und so fort. Das passt mittlerweile. Nichtsdestotrotz haben wir auch Hersteller im kleineren Bereich, wo man dann jeden Installationsaufwand irgendwo auch dem Kunden weitergeben muss. Und ich sage jetzt mal so, wenn man das Kabel verlegt, sind es immer 3-4 Stunden extra Zeit, wo man da sowas verlegen kann. Und dann kam natürlich auch noch die Idee, kann man da nicht irgendwie eine Plug-and-Play-Lösung erfinden, wo sowas einfacher geht. Haben wir gemacht und seit Juli 2020 haben wir bei den Brot- und Butter-Schnellwechslern, sprich der 1er, der 3er und der 8er Klasse, das Double-Lock erfunden, diese Sicherheitsklaue, die wir da haben. Und ja, es hat sich eigentlich gezeigt, dass es eine sehr, sehr robuste und langlebige Geschichte ist.
In dem Fall ist es so, dass der Schnellwechsler früher, da wo jetzt die Stelle dieses Sicherheitshakens ist, da war früher der Anzeigestift verbaut. Der wurde praktisch geführt, wenn der Schnellwechsler entriegelt wurde, ging der Anzeigestift raus, dann konnte der Fahrer sehen, naja, ich bin entriegelt, kann rausfahren, und umgekehrt, wenn er eingefahren war, wusste er angeblich, er ist verriegelt. Diesen Mechanismus haben wir ja verwendet, wir haben noch eine Spannfeder da eingebaut, damit es wie ein Türverschluss praktisch, bin ich drinnen, dann schnappt es hoch, verbaut ist, und diese Sicherheitsklaue übernimmt praktisch die Aufgabe bei der Fehlverriegelung, sprich, ich fahre mit den Riegelbolzen drüber hinaus oder gegen die Riegelplatte, nicht in die Bohrungen rein. Das heißt, wenn ich den Verriegelungsprozess initiiere aus der Kabine raus und die Riegelbolzen bewegen sich nur 1,5 mm raus, schnappt bereits der Haken ein. Und ja, wenn die Fehlverriegelung tatsächlich dann eingetroffen hat, und was passiert dann? Pendelt das Anbaugerät, aber fällt halt nicht runter, und ich denke, das ist immer noch ein großes Vorteil. Und jetzt haben wir so eine Plug-and-Play-Lösung, was auch gerade bei den Mini- und Mini-Baggern sehr, sehr wichtig ist, dass man das anbietet und der Händler bzw. der OEM das direkt einfach anbauen kann. Zusätzlich dazu haben wir die kompletten Gehäuse neu aufgebaut, teilweise Aufnahmeklauen verbreitert. Der eine oder andere sagt auch immer, im Einsatz vom Symlock ist ein bisschen höher der Verschleiß. Jetzt haben wir breitere Klauen, also haben wir auch eine verlängerte Verschleißzeit. Das sollte auf jeden Fall ein positives Feedback vom Markt geben. Beide Systeme gibt es aktuell. Vielleicht wird sich das LSC irgendwann mal auflösen, weil alle diese Plug-and-Play-Lösung ohne zusätzliche Installation möchten. Bieten wir an, die sind konform mit den aktuellen Sicherheitsstandards EN474, unten habe ich es nochmal aufgeschrieben, und sind beide BG-Bau förderfähig. Ich habe schon ein bisschen vorweggenommen, ich möchte euch hier einen kleinen Video zeigen, den wir gemacht haben, dann wird vielleicht auch der Double Lock und die Funktion deutlich. Da ist die Sicherheitsklaue, entriegelt, verriegelt. Wie gesagt, verbreitete Aufnahmeklauen, ein bisschen auch verlängert, damit man gut einfahren kann. Zusätzlich diese Anzeigestift, den brauchen wir immer noch von der Norm her. Das Piepsen ist allen, glaube ich, bekannt. Unsicherer Status, weil entriegelt. So, und das ist jetzt ein ganz normaler Verriegelungsvorgang. Da passiert jetzt mal gerade gar nichts. Entriegeln, ganz normal. So, und jetzt simulieren wir praktisch ein drüber hinausfahren der Riegelbolzen. Oh, okay. Also, wie gesagt, es ist immer noch ein Schwingen da. Da wird jetzt praktisch gegen die Riegelplatte gefahren, aber nicht rein. Und man sieht, der Schnellwechsler hält das Anbaugerät. Diese obligatorischen 30 Grad werden natürlich eingehalten. So ist in den Anforderungen drin. Und ja, seit 2020, da hatten wir Corona-Jahre, haben wir schon so roundabout 14.000 Schnellwechsler mit der Sicherheitsklaue verkauft. Wie gesagt, ich habe es schon genannt, ist ein Brot- und Butterprodukt. Kommt bei den Endkunden sehr, sehr gut an. Gerade vielleicht auch der eine oder andere schon Schwierigkeiten gehabt auf der Baustelle. Waren wir natürlich auch bei den Feldeinsätzen und haben geschaut, wie verhält sich der Verschleiß und so weiter und so fort. Und man muss doch sagen, die Leute waren skeptisch am Anfang. Die haben gedacht, oh ja, da gibt es auch noch einen anderen, der sowas Ähnliches herstellt. Da hatte man Probleme im Einsatz. Das Ding haben sie richtig auseinandergenommen. Ich war dann auch vor Ort und ich habe gesagt, ey Leute, das ist ein Airbag, der soll funktionieren, wenn er funktionieren soll, und nicht 20 Mal dran rummachen, irgendwann lässt alles nach. Aber da hat man nur gesehen, Mensch, der lässt ihn jetzt so lange pendeln und schüttelt am Bagger rum, das ist nicht das, was es sein soll. Es soll so sein, wenn du ihn verlierst,
siehst du, oder ist was nicht in Ordnung, legst du ab, entriegelst, verriegelst neu und dann ist gut. Aber wenn ich dann versuche, den hin und her zu schwenken, dann irgendwann fliegt er weg, das ist richtig. Ich wollte euch hier nochmal eine Übersicht geben, weil vielleicht der eine oder andere fragt, wann kriege ich denn was? Ja, es hat sich alles ein bisschen verändert. Supply Chain habe ich vorhin schon gesagt, das eine oder andere Teil kommt nicht in der richtigen, zur richtigen Zeit. Dementsprechend mussten wir unsere Entwicklungspläne ändern. In erster Linie sprechen wir über die hydraulischen und vollhydraulischen Systeme. Diese hier, und das ist eigentlich das komplette Produktportfolio, außer die ganz großen ab der 40-Tonnen-Klasse, die haben weiterhin ein LSC-System, weil sie das haben müssen, sind sonst eigentlich alle mit dem Double Lock ausgerüstet. Ich sage ja fast, es gibt noch ein System, was wir aktuell noch nicht mit Double Lock ausgerüstet haben, und zwar ist es das kleine vollhydraulische System, vormals VL30, heute HS03V und VL80, HS08V. Wieso heißt es jetzt anders? Es hat sich nichts geändert. Wir wollten einfach nur dem Kunden irgendwo das Gefühl geben, und jetzt Eulquick mal bitte weghören, dass man einfach mal sagt, Varilog, das war ein guter Name, sage ich jetzt mal so, aber der eine oder andere, der hat vielleicht nicht ganz verstanden, was eigentlich die Krux oder was der Hintergrund ist. Wenn ich jetzt sage HS03V, dann sage ich HS03, ist klar, ich habe doch an meinem Bagger ein HS03. Und was mache ich jetzt? Ja, ich habe die Ventiltechnik da, deswegen das V. Aber grundsätzlich, wenn du auf die HS03V, sprich das Varilog gehst oder der Achter, dann kannst du deine bestehenden Löffel weiterverwenden. Du musst nichts großartig modifizieren oder umbauen oder einen Adapter austauschen gegen ein anderes System. Du bleibst in der Familie und baust praktisch auf deine vollhydraulische Variante auf. Das ist der einzige Hintergrund, weil der eine oder andere, jetzt kriege ich ein HS10V, was ist denn das? Das ist die ehemalige VL100, weil viele gedacht haben, Varilog 100 ist jetzt komplett was anderes, jetzt muss ich da richtig viel Geld in die Hand nehmen. Das war einfach dieser Familiengedanke, dass man da den Namen genommen hat. Ich habe gesagt, HS03V, die kleine Variante von 1,5 bis 6,5 Tonnen Klasse, die gibt es aktuell noch nicht mit der Double Lock Klaue, der wird auch mit LSC angeboten. Wie gesagt, wenn richtig installiert, dann hat er auch lange Spaß. Ich habe jetzt einen, der hat 2019 bekommen, auch schon mit LSC, in einem Minibagger PC 30, glaube ich. Der ist super zufrieden und es läuft wunderbar, also kann ich nur ans Herz legen. Ja, und ich habe schon gesagt, das war das Thema Sicherheit und warum sind wir heute hier? Ich habe noch jemanden mitgebracht, den Olaf Ehlerding, weil die Firma Lenov ein Business-to-Business-Unternehmen ist. Wir können nicht überall sein. Die Leute am Handel, die haben das Ohr am Mike direkt, die haben ihre Verkäufer auch da, und eben, wir haben OEM, den Maschinenhersteller auf der einen Seite, wir haben OED mit den Originalmarken, Baggermarken, Komatsu, Liebherr, wie sie alle heißen, die dann auch ihre Arbeit tätigen, und so kommen wir zum Endkunden. Es gibt natürlich auch noch andere Baumaschinenhersteller, die uns da helfen, aber diese alle, dieser Baumaschinenhandel, die helfen uns zum Endkunden zu kommen. Endkunden, wenn wir welche kennen, dann sind es welche, die wir schon seit 30, 40 Jahren kennen, wo wir schon lange Freundschaften haben und wir sagen, okay, da hilft man was, aber normalerweise geht der Handel bei uns über den Handel oder Baumaschinenhersteller. Ja, genau. Und jetzt haben wir heute die Firma Schlüter da. Ich habe gesagt, wir sprechen heute über jahrzehntelange Geschichten. Auch hier die Firma Schlüter, ein Urgestein der deutschen Baumaschinenbranche, bereits 1964 gegründet, also kurz nach Lenov sozusagen. Und die haben sich auch kräftig weiterentwickelt, wenn man hier die Anfangsjahre sieht. Und das, was heute Schlüter ist, mit über 34 Niederlassungen, ist gewaltig. Knapp 1000 Mitarbeitern, stetig wachsend, ist größter Komatsu- und Sennenbogenhersteller. Ich will nicht vorwegnehmen, vielleicht sogar Komatsu-Händler Europas. Ja, das ist so, genau. Mein Name ist übrigens Olaf Ehlerding und ich bin seit 2014 bei der Firma Schlüter tätig. Aber seit 1997 in der Baumaschinenindustrie und seit 1997 hatte ich immer auch mal was mit der Firma Lenov zu tun gehabt, weil ich speziell aus dem Bereich Minibagger komme. Selbst betreue ich als Produktleiter die Bagger von PC09, sprich von 1 Tonnen Mikrobagger bis zum Mobilbagger 13 Tonnen. Und ich kann auch sagen, von unserer Seite aus, wir verkaufen fast nur Lenov-System.
Also nicht nur Lenov-System, sondern Lenov-Original-Schnellwechsler. Entweder direkt als MS-01 oder MS-08 oder HS-01 bis HS-08 oder in Form von Power-Tilt, die ja seit 5 Jahren auch von Komatsu als Komplettsystem in Italien angeboten werden. Und auch die neueren Anbaugeräte, die wir einsetzen, Tilt-Rotator, was ja eigentlich eher im Minibagger-Bereich selten vorkommt, kommt immer stärker und auch da nutzen wir nur original Lenov-System. Warum? Ganz einfach, weil es wurden auch mal Erfahrungen gesammelt mit Systemlieferanten. Wir haben aber gemerkt, dass die Produktanfälligkeit bei Systemlieferanten höher ist. Und im Bereich Service ist es eben auch so, dass die Systemlieferanten weniger bereit sind zu unterstützen, als es Lenov halt tut. Sicher, dafür hat Lenov auch einen gewissen Preis, aber der Preis lohnt sich wirklich zu investieren, wenn man original Lenov-Schnellwechsler nimmt. Ja, wie schon gesagt, wir haben 950 Mitarbeiter. Wir haben dieses Jahr einen riesigen Sprung gemacht, weil die Herr Schlüter, Thomas Schlüter, das Unternehmen GP übernommen hat. Damit decken wir ungefähr 75% des Komatsu-Vertriebsrechts in Deutschland ab. Und wie gesagt, wir sind auch zugleich der größte Komatsu-Händler in Europa und haben dementsprechend auch einen gewissen Einfluss auf die Produktentwicklung, sei es nun bei Komatsu oder sei es auch in Bezug auf Lenov. Wir arbeiten sehr stark zusammen. Das heißt, das Know-how von unseren Abteilungen fließt direkt zu Lenov und deswegen werden die Produkte auch schnell und effizient kontinuierlich verbessert. Ja, vielen Dank, Olaf. Genau, das ist es eigentlich, um was es eigentlich geht und deswegen sind wir auch hier und dieses Konzept fand ich jetzt eigentlich nicht schlecht vom VD Boom, dass man auch irgendeinen Anwender hat oder beziehungsweise einen Händler dazwischen, der dann auch für das herstellende Unternehmen spricht. Und ich sehe einfach nur hier die Zahl, 6.300 Lenov-Schnellwechsler gekauft seit 1992, muss man sich auch mal überlegen. Also es ist schon eine Menge Holz, was da ging. Und die Anfänge, wie gesagt, ich bin jetzt seit 2008 im Unternehmen, gab es bereits zwischen Schlüter und Lenov im Werk Siegerland. Und ich glaube, dieses wurde 1985 geschlossen und gab es dann aus den Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre schon. Also die Beziehung ist sehr, sehr alt und sehr, sehr lang. Ich denke, wenn jetzt der Herr Schlüter da gewesen wäre, der hätte vielleicht noch ein bisschen mehr sagen können. Aber wie gesagt, lange Beziehungen und ja, wir haben eine gute Freundschaft und gute Freunde erhalten, das Leben und das Geschäft. Das ist immer so und deswegen wollte ich mich auch nochmal bedanken, dass du dir heute Zeit genommen hast, das hier mit mir zu machen. Und ja, weiterhin ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt mit Händlern rede, dann sagen die, warum bestellen wir denn bei dem oder bei dem? Dann sagt er ja, Mensch, okay, ich bestelle beim Lenov den Schnellwechsler, aber eigentlich brauche ich auch noch den Löffel dazu und den Adapter dazu. Ich möchte das alles aus einer Hand haben. Ja? Und das ist eigentlich auch das Konzept, worüber wir hier reden. Also wir wollen jetzt auch in Zukunft über ein Anbaugeräte-Lager reden, wo das praktisch schon im Vorfeld die Forecasts, gut, der eine oder andere wird jetzt lachen, was hat das mit dem Forecast zu tun, das kriegt doch jeder. Ja, kriegt nicht immer jeder und auch nicht so direkt, aber wenn man das mit Zwischenlegern oder mit einer gewissen intelligenten Lagersteuerung machen kann, à la Kanban-System oder so, dann können die Händler ihre Lieferzeiten verkürzen und auch Transportkosten einsparen. Das Problem ist ja, häufig hat man Anbaugeräte, gerade bei 34 Niederlassungen, hat man die notwendigen Anbaugeräte gerade dort, wo man sie nicht braucht. Sprich, Bremervörde liegt ein Schnellwechsler oder liegt ein Tieflöffel und genau den brauchen wir in Nürnberg. Das ist eben schwierig, dann halt diese Gerätschaften runterzubringen, transportmäßig gesehen, was nicht nur Umweltbelastung und Kostenfaktor ist, sondern auch gerade in der jetzigen Zeit mit Lieferschwierigkeiten, ja, ist es immer ein Thema, wo man abwägen muss. Und darum freue ich mich eigentlich, dass Lenov bereit ist, mit uns zusammen ein intelligentes System zu schaffen, wo man genau sagen kann, okay, in Nürnberg wird ein Schnellwechsler gebraucht, wir brauchen ihn nicht aus Bremervörde zu holen, sondern er kommt dann direkt von Lenov, just in time, innerhalb von 2 Tagen. Und das ist ja das an Lieferzeiten, was auch die Kunden nachher auch akzeptieren, sei es nur ein Schnellwechsel oder sei es ein Tieflöffel. Da lacht einer. Ich sehe schon, der Gerd Jodai, der lacht ein bisschen. Er sagt, ja, Lieferzeiten ist tatsächlich ein Thema, aber ich glaube, egal, die Hersteller jetzt hier sitzen, die wissen, worüber ich rede. Und ja, es ist genau. Es ist ein schwieriges Thema. Lieferzeiten, wenn heute ein Unternehmen keine Lieferzeiten
langen Lieferzeiten hatte, muss man ja als Kunde schon skeptisch sein. Ja, das ist wohl wahr. Nee, also wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg, da eine gemeinschaftliche Lösung. Und natürlich, ich spreche jetzt, Schlüter ist jetzt ein Substitut. Ich kann jetzt natürlich auch noch andere Händler nennen, die genauso gut mit uns arbeiten oder auch nicht. Diese Möglichkeiten bieten wir natürlich an und uns liegt es am Herzen, rechtzeitig zu liefern und liefern zu können. Wenn man natürlich weiß, was dann auch wirklich kommt und was gebraucht wird, dann ist es für uns viel besser zu planen, die Materialwirtschaft dementsprechend anzupassen und die Produktion dementsprechend auszulassen. Ich glaube, wir sind so gut wie am Ende des Vortrags. Ich würde mich nochmal bedanken, weil es ist schon relativ spät für den einen oder anderen. Es hat mich jetzt sehr gefreut, dass doch jetzt einige gekommen sind noch zum Vortrag, auch wenn es der letzte war für die 50 Jahre Jubiläumsveranstaltung des VD Bums. Und dann wünsche ich allen ein gutes Heimkommen. Wenn Fragen sind, gerne Fragen. Ihr könnt mich direkt auch kontaktieren. Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage auch. Und genau. Jetzt wollte ich irgendwie noch weitermachen. Kommt nichts mehr. Jetzt ist er, jetzt kann. Ja, gibt es Ihrerseits noch Fragen an die beiden Herren? Jetzt besteht noch die Möglichkeit. Ich sitze jetzt noch 5 Stunden im Auto, könnt mich auch anrufen. Ich hätte eine Frage, aber die kann ich mir noch mal selber beantworten. Kann man dieses Double-Lack, kann man das nachrüsten? Nein, ne? Weil das wäre ja das, ist eine gute Frage. Der Highlight gewesen. Kommt tatsächlich des Öfteren, da haben vielleicht die einen oder anderen doch eher die Möglichkeit, das zu machen. Nein, es geht nicht. Ich habe es eigentlich aber schon mal kurz raushören. Wir haben neue Gehäuse gebaut. Die Gehäuse sind anders, die Klauen wurden verbreitert. Da passt das eine mit dem anderen nicht zusammen. Die einzige Geschichte ist, bitte nicht aus dem Raum rausgehen und sagen, der Lenhoff hat die Gehäuse geändert. Alle bestehenden Anbauadapter sind hundertprozentig kompatibel mit dem. Es gibt noch eine Variante, meistens bei den vollhydraulischen Systemen, wenn es jetzt über 10 Tonnen Klasse geht, haben wir in der Mitte meistens bei einem Hammeradapter, Atlas Copco Epirox hinweg, haben wir hinten Schlauchhalter, die müsste man ein bisschen nach vorne ziehen, sind 2 Schweißpunkte und dann Heftpunkte und dann ist das auch erledigt. Also das sind so die Sachen, wo man drauf achten muss. Ja, okay. Ihnen beiden nochmal recht herzlichen Dank für den interessanten Vortrag. Ich darf Sie gleich noch einladen, es gibt noch so ein Fingerfood-Essen heute, weil das Mittagessen ja im Hotel ausfällt. Im Anschluss haben wir heute noch die Generalversammlung, wer teilnehmen möchte. Und dann heute Abend ist ja noch die Jubiläumsveranstaltung, der eine oder andere bleibt vielleicht noch. Ansonsten darf ich mich bei Ihnen bedanken für die Teilnahme an diesem Großseminar, auch im Sommer, was ja ungewöhnlich ist für uns vom Bau alle. Das nächste ist ja auch nicht weit, ist im Januar. Da sehen wir uns dann bei Eis und Schnee eventuell wieder. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere auch wieder kommt. Darf dann uns allen ja noch vielleicht noch einen schönen Tag wünschen. Ihnen eine angenehme, gute Heimreise und wie gesagt, bedanke mich nochmal dafür, dass ihr alle bei uns wart. Vielen herzlichen Dank.